Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich begrüße Sie, aber auch alle die Menschen, die uns heute also mitverfolgen können, entweder live oder später irgendwie noch nachbearbeitet, wie das auch immer so ist, unsere Jugendlichen und die Leute, die Sie da eingespannt haben, sind schwer engagiert, schon seit um 8 Uhr hier am Aufbauen, also ist einiges los. Nun denn, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, liebe Schwestern und Brüder, diese Lesung aus dem zweiten Buch der Könige ist schon ein bisschen merkwürdig und hat so einen kleinen humoristischen Zug, weil der Prophet ständig da vorbeikommt und dann richtet man halt ihm ein Kämmerchen ein, dass er irgendwo unter ist. Also so ein bisschen, so ein Geruch von Schmarotzertum hat es schon, dass der da ständig kommt und so. Und die Frau muss dem Mann auch sagen, ja, der kommt halt immer da vorbei und muss das so erklären. Aber das ist auch nicht der Fokus, sondern es geht eigentlich mehr um die Gastfreundschaft insgesamt. Und ich finde, also trotz der reduzierten Reisetätigkeit darf man sich ruhig einmal auch über die Gastfreundschaft Gedanken machen. Ich habe dann in meinen Erinnerungen gekramt und habe mich erinnert daran, als ich zum ersten Mal nach Kroatien gekommen bin. Und ich bin da nicht hingefahren, so pauschalreisemäßig, sondern ich bin mit einer Familie mitgefahren. Und der erste Schock dort, also die haben ja alle kroatisch miteinander geredet, das ist sehr irritierend, wenn man als Deutscher da ist und kein Wort versteht. Aber die Herzlichkeit, mit der das alles wettgemacht worden ist. Ich erinnere mich an einen Abend, wo wir da gesessen haben, die Hitze, und wir haben diskutiert und wir hätten so gerne uns richtig gut verstanden und einmal so direkt gesprochen miteinander. Das wäre wunderbar gewesen, aber die sprachlichen Barrieren waren halt da. Dadurch habe ich aber auch viel aufgenommen von dem, was die Realität der Menschen dort ist. Auch Europäer, auch dieser christliche, katholische Hintergrund, alles das verbindet uns, aber auf der anderen Seite auch die lange Erfahrung der Fremdherrschaft, lange Erfahrung auch der Armut, des Kommunismus, alles das ganz wichtige Dinge, die das Leben der Menschen geprägt haben, auch der Krieg. Das ernst zu nehmen, habe ich dort gelernt. Das hat mir einen ganz anderen Blick auf die Menschen dort gegeben. Vielleicht war der Blick etwas intensiver, als wenn man seine Reise bucht, hinfährt. Ich stelle mir das so vor, in so einem Club kommt man hin, fährt wieder weg. Ja. Hat man was vom Land mitbekommen, außer Folklore? Konnte man den Reichtum, der einem in jedem Land entgegenkommt, aufnehmen? Nicht nur den physischen, sondern auch den geistlichen und geistigen? Das war mühsam, aber ich vermisse es schon dieses Jahr, dass ich nicht einfach so hinfahren kann und war froh, dass die Grenzen wieder aufgegangen sind und dass schon ein paar Vorreiter hingefahren sind, um mal zu gucken, ob das alles so klappt.
Das zweite Mal, wo ich eine Erfahrung von Gastfreundschaft gemacht habe, ist tatsächlich in Taizé gewesen. Bin dorthin gekommen und habe mich gewundert, wie stark die Brüder sind, dass sie das ertragen. Also die gehen dreimal am Tag in die Mitte von diesen ganzen Jugendlichen, die sich auch nicht immer so vorbildlich benehmen, und dann sitzen die da und beten, und das deren Dienst. Aus dieser Mitte heraus lebt das Ganze. Das ist eine der Sendungen von Taizé, dass sie sagen, wir laden Leute ein, um bei uns Erfahrungen des Glaubens zu machen, mit uns gemeinsam. Und wichtig ist auch hier gewesen, dass es etwas gibt, an das man sich anschließen kann. Die Brüder diskutieren da auch gar nicht so drüber. Das ist einfach so. Man kommt nach Taizé und es ist so. Und alle, die es versuchen, müssen dann jeden Tag einmal zum Bruder hingehen und mit dem ein kurzes Gespräch führen, um den Gemeinschaftssinn wiederherzustellen. Dass das eine Wirkung hat, merke ich an den vielen Jugendlichen, die schon mitgefahren sind und die das, was sie hier bei uns oft nicht finden, dort gefunden haben. Ich wundere mich darüber. Ich weiß auch gar nicht, ob ich als Jugendlicher so ansprechbar dafür gewesen wäre. Aber ich nehme es dankbar hin. Diese Gemeinschaft öffnet sich und lädt ein in ihre verwandelnde Kraft. Auch wenn das mühsam ist, auch wenn das vielleicht jeden Tag eine Überwindung ist, sich in die Mitte zu stellen und die Gemeinschaft anzubieten. Womit ich hier in der Basilika wäre. Von den vielen Orten unserer Pfarrei schätze ich die Gemeinschaft in und um die Basilika als gastfreundlich ein. In diesen 3 Wochen schleusen wir alle Firmanden notgedrungen durch unsere Räume hier. Und das ist überhaupt keine Frage, dass sich dann Menschen finden, die das unterstützen, die jeden Morgen hier alles desinfizieren, dass wir den Hygienevorschriften entsprechen. Die kommen und sich hier ansiedeln, um etwas zu ermöglichen. Und viele sind auch Gastarbeiter, die von anderen Orten hergekommen sind und hängen geblieben. 2 Prämitzen, also eine geschehene und eine kommende, ebenfalls Gastarbeiter, beide nicht von hier, aber trotzdem, die Basilika bietet Heimat. Das ist aber auch für die Gemeinschaft vor Ort eine Herausforderung. Was leben wir, damit Menschen hierher kommen können, auch die Touristen, die Firmlinge? Was leben wir, damit die eine Erfahrung des Glaubens machen können? Ich glaube, dass das auch die Herausforderung für uns, die wir hier wohnen, sein wird in Zukunft, dass wir uns noch mehr verständigen über das, was uns ausmacht, damit wir etwas anbieten können für die vielen, die kommen, manchmal nur einen kurzen Moment und wieder gehen. Was nehmen Sie mit von uns? Gastfreundschaft. Können die Menschen, die in unsere Kirchen kommen, Jesus erfahren? Sind sie bei ihm zu Gast? Im Rheingau sind wir Tourismus gewöhnt. Viele kommen hierher, um die alten Mauern anzuschauen. Finden sie auch zum Grund dieser Mauern? Ich bin gespannt auf den Prozess, den wir im nächsten halben Jahr vorhaben, wo in jedem Kirchort darüber nachgedacht wird, was ist unser eigenes? Was bieten wir an, damit Menschen von Christus erfahren? Und Sie,
die sie an Christi Stadt gesandt sind, dürfen sich ebenfalls fragen, was können Menschen, die bei ihnen zu Gast sind, von ihm erfahren, dem Grund unserer Hoffnung, unserer Zuversicht und unserer Kraft. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.